Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, haben Sie den Antrag der Landesregierung gelesen? Also, das dachte ich mir. Da heißt es wirklich unter Lösung, wenn DAB Plus ein Erfolg werden soll, so ist nunmehr langfristig eine Rechtsgrundlage für die Programme erforderlich. Ja, genau. Also wenn der NDR nicht drei zusätzliche Hörfunkprogramme auf den Weg bringt, die ausschließlich über DAB Plus und wie wir jetzt ja gehört haben, auch übers Internet verbreitet werden, dann ist das ganze Projekt Digitalradio also zum Scheitern verurteilt. Das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ist es den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verwehrt, durch eine Rundfunktätigkeit, die zur Erfüllung ihres Funktionsauftrages nicht notwendig ist, den Gebührenzahler zu belasten. Und genau das ist hier der Fall. Zwar ist es in dem Antrag, dass die Programmkosten vom NDR aus dessen bestehenden Etat getragen werden, allerdings leuchtet es vor jedem ein, dass diese Kosten andernorts eingespart oder abgezweigt werden mussten oder besser konnten. Folglich hätten die Kosten auch eingespart werden können. Einsparungen bei den Öffentlich-Rechtlichen sind mehr als nur geboten angesichts unverschämter Gebührensteigerungen und der ab kommenden Jahr geltenden Zwangsabzocke. Bereits im vergangenen Jahr hat sich mein Fraktionskollege Stefan Köster hier im Landtag im Namen der NPD-Fraktion für die Abschaffung der GZ-Gebühren ausgesprochen. Vereinzelte objektive Beiträge können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender zuvorderst im Dienst der BRD-Staatspropaganda stehen. Dies wird auch in der Beschreibung des Programmumfangs vom NDR-Info-Spezial deutlich. So heißt es dort im Staatsvertrag, gebracht werden, Live-Übertragung von Veranstaltungen, Seewetterberichte sowie Sendungen für Menschen mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund. Da ist es wieder das Zauberwort, das die Damen und Herren Abgeordneten zur Zustimmung verpflichtet. Wir als Volksvertreter hingegen halten ein derartiges Angebot für überflüssig. Wir wollen ein deutsches Volk in Deutschland und nicht entwurzelte Menschen aus aller Herren Länder. Alles, was die Kosten für diesen angeblich unabhängigen öffentlich-rechtlichen Medienapparat weiter aufbläht, ist aus den genannten Gründen zu unterlassen. Deshalb werden wir den Gesetzentwurf ablehnen. Bevor ich meine Ausführungen beende, möchte ich Ihnen aber noch einen Hinweis geben. Der Ministerpräsident ist da kurz darauf eingegangen. Die Mehrheit der Landsleute von Mecklenburg und Pommern hat das Bundesland, mag so heißen, ne, die Pommern bleiben Pommern. Die Mehrheit empfängt diesen Sender nicht. Ja, also die haben gar keinen Anschluss ans Digitalradio, die können es lediglich im Internet machen und die Breitbandverbindung oder schnelles Internet, da wissen Sie ja selber, wie schön das bestellt ist. Das heißt, das Land MV hat davon so oder so gut wie nichts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.